Hallo. Ich hätte gerne den Herrn Lederer gesprochen. Das ist das Telefon. Guten Morgen. Guten Tag, ich grüße Sie. Und Können Sie ein zwar, bisschen lauter sprechen? Man kann Sie kaum verstehen. einen Moment bitte. Hallo. Wir hatten uns gemeldet bei Ihnen bezüglich der Tierschutzorganisation, beziehungsweise wir setzen uns für Tierschutzorganisation ein. Ja, Und das deswegen habe haben ich wir uns bei Ihnen gemeldet. verstanden. Genau. Da hatten Sie ja im Internet angegeben, dass Sie Pate werden wollten, ne? Der Pate, ich bin der Pate von der Reeperbahn. Sie sind der Pate von der Reeperbahn? Das ist einfach so. Das ist so. Natürlich, mein Bruder. Ach Was geht so. ab? Peter, willst du mich schon wieder verarschen, Mann? Peter? Ja, natürlich, Mann. Tu nicht so, ich habe mich Ich bin nicht durchschaut. Peter. Wer bist du denn? Ich bin nicht Peter. Wer bist du denn? Ja, das hast du schon mal gesagt. Was soll Ja, das, das Mann? habe ich. Du kannst so einen alten Mann nicht verarschen. Nee, mach ich doch nicht. Ja, dann ist ja gut. Nur weil, wann kommst du vorbei, Mann? Wann ich vorbeikomme? Ja, Mann. Muss ja Ich muss weitergehen. arbeiten. Das muss ja weitergehen. Ja, ich ja eigentlich auch, aber es ist ja egal, Mann. Okay. Ja, Mann, wollen wir heute Abend wieder losziehen, Bruder? Heute Abend losziehen, Das Bruder. ist einfach so. Und willst du Pate werden? Ich bin der Pate. Du bist der Pate? Das ist einfach so. Aber willst du Patenschaft für Hunde oder Bären abschließen? Auch ganz korrekt. Hunde oder Bären? Wir sind doch hier nicht in Russland, Mann. Ja, Hunden und Bären geht's nicht so gut in dieser Welt, deswegen sammeln wir für die. Für die Bären, was, warum geht's den Bären sind nicht gut? Die leben doch alle im Zoo, werden gefüttert, Mann. Sie werden, nein, es geht darum, dass manche gehalten werden, oder es gibt Kampfbären, oder dem wird die Gallenflüssigkeit entzogen. Warte mal, den Kampfbären wird die Gallenflüssigkeit entzogen. Ja. Warum das denn? Die brauchen die doch. Ja, die brauchen die Gallenflüssigkeit, richtig. Ja, warum macht man sowas denn? Ja, ist in Asien, ein Potenzmittel. Ja, das erklärt, warum die alle so kleine Dinger haben, wenn die Galle vom Bären leer trinken. Das ist so nicht normal, Mann. Und was sollen wir jetzt da machen? Soll ich meine Jungs holen oder was? Willst du mir Ja, sagen? am besten alle Jungs holen und dann alle einmal spenden für die Bären, ne? Ja, und was machen wir? Dann gehen wir, kaufen wir die Bären dann oder was? Bitte? Kaufst du die Bären dann auf oder was machst du mit denen? Nee, wir versuchen den Bären so gut es geht natürlich eine bessere Unterkunft zu bieten und sie zu pflegen. Fliegst du dann nach Nordkorea und hilfst den Bären oder was? Also ich persönlich nicht, ich sammle nur die Spenden dafür. Also das heißt, du hilfst ihnen ja gar nicht. Doch, ich sammle ja die Spenden für die. Und dann fliegen andere nach Nordkorea und retten die Genau, Bären. es gibt ja ausgebildete Helfer, die das dann machen, ne? Da hätte ich ja auch, kommt man da viel rum? Ja, klar. Ey, es geht mir das Wetter auf die Nerven in Hamburg. Könnt ihr mich mal mitnehmen? Ich bin kräftig, Mann. Ich bin auch so ein Bär. Dann müssen Sie sich bewerben online. Sag stark, dann mache ich das. Und Ja. was, wann gehen wir die Bären retten? Sofern wir genug Spende haben, ne? Ja, wie viel brauchst du denn, Bruder? Also, wenn Sie eine Patenschaft machen, dann kostet Sie das 20 Euro monatlich. Und wie viele Bären werden dann gerettet davon? Dann haben Sie einen Bär, der von Ihrer Spende immer lebt. Von dem kriegen Sie auch Bilder und E-Mails, sodass Der Sie auch Bär wissen, schreibt dass mir E-Mails, das habe ich mir schon immer gewünscht. Sie... Das machen wir Aber natürlich. mal ohne Scheiß, Peter, wie kommst du auf so eine Idee, Mann? Sie nehmen dem Bär die Gallenflüssigkeit weg. Wie viel hast du gesoffen heute Nacht? Ich habe ja mitgekriegt, dass du irgendwann weg warst, aber das ist hart, Mann. Das ist eine harte Nummer, die du dir ausgedacht hast. Ist Hannes auch Nein. bei dir? Hannes ist auch hier. Sag stark. Ihr seid echt die Besten. Ja, da wollen wir die Bären mal retten, bevor die aussterben. Ja.
Dann bist Aber du beim Spani dabei, oder was? jetzt musst du deine Fantasiewelt noch ein bisschen weiter spinnen. Wenn da irgend so Nordkoreaner sitzt und den Bären mit dem Strohhalm die Gallenblase leer macht, dann hört er doch nicht damit auf, weil ich 20 Euro spende. Aber bei einem hört er auf. Ja, aber warum sollte der das machen? Das heißt, ihr gebt denen, die die Bären missbrauchen, Geld dafür, dass sie das nicht mehr machen. Genau, es Das ist ist halt so, doch. dass wir mit diesen Spenden dem Bären eine neue Unterkunft bieten. Ja, aber wie denn? Der gehört doch dem Typen, der ihm die Gallenblase leer trinkt. Ja, dann nehmen wir den weg. Das ist doch Diebstahl. Nein. Ich habe ja nichts gegen ein bisschen Schwarzmarktgeschäfte, aber Bärendiebstahl ist eine harte Nummer. Du darfst sie hier doch gar nicht importieren. Ich habe das neulich im Fernsehen gesehen. Da war so eine Sendung mit Zoll. Ja, hast du im Fernsehen gesehen, oder Ja, Mann. Wo bringt ihr sie dann hin? Hallo? Wo bringst du den Bären dann hin, wenn ihr den gerettet habt? Wie betreuen die? Halt da, wo die sind. Ja, bei euch im Callcenter oder was? Nee, hier sitzen die ja nicht. Ja, es gibt ja gar keinen Sinn, was du da erzählst. Doch? Also, warte, das ist so ein Nordkoreaner, der trinkt dem Bären die Gallenblase leer. Dann gibst du ihm 20 Euro und er gibt dir den Guck mal, Bären. weltweit haben wir so eine Bärenstation und da werden wir dann halt untergebracht. Und da trinkt das keiner mehr leer. Und mit den 20 Euro bauen wir die Bärenstation auf. Und da trinkt das dann auch keiner mehr die Gallenblase leer. Da trinkt ihm auch keiner mehr die Gallenblase leer. Das ist sackenstark. Das würde ich ja auch nicht wollen. Stell dir vor, du liegst da gemütlich, da kommt einer mit dem Strohhalm. Es ist ja Ja, hast nicht recht. besonders freundlich. Da Das finde ich ja würde ich auch gut, nicht dass du freundlich hast finden. sehr lebhafte Fantasie, Bruder. Ich finde es richtig cool. Wie geht die Geschichte denn weiter? Ich finde es spannend. Ab wann willst du spenden? Anfang nächsten Monats? Es ist ja noch ganz lange hin. Bis dahin nuckelt er ja weiter an den Bären rum. Ja, dann mache ich direkt hier Montag, 22. Januar. Ja, wo bist du denn? Da komme ich vorbei. Ich bin unterwegs. Das ist sehr tolle Antwort, Mann. Willst du mich am Telefon verarschen, Mann? Nein, ich brauche einmal jetzt die Uhr nochmal. Ja, wo bist du denn? Ich habe dich gefragt, wo du bist. Du sagst unterwegs. Du zeigst mir keinen Respekt, Mann. Nein, wir wollen ja, Genau. es geht jetzt um die Bären. Du hast vorhin gesagt, es geht auch um die Hunde. Was ist mit den Hunden? Ja, du kannst nur eine Patenschaft machen. Ja, aber was ist mit den Hunden? Was trinken die den Hunden leer? Was die Hunde kriegen, die werden in Rumänien und Bulgarien verprügelt, misshandelt. Ja, und dann gibt ihr den Rumänen Geld, dass sie damit aufhören. Nee, das sind Streunerhunde. Die Die werden dann Rumänen. in Stationen Du gebracht. darfst andere Menschen nicht, weil die aus einem anderen Land kommen, als Streuner bezeichnen. Das ist nicht in Ordnung, sagt Frau Merkel. Und die ganzen Polacken, die mit dem Welpen handeln, das soll auch gestoppt werden. Hast du was gegen Polen, Mann? Ob ich was gegen Polen habe? Ja, Mann. Nein. Das klingt aber sehr zaghaft. Nein. Du heißt nicht zufällig Amon Göt, oder? Nee, Kennst ich du heiße Amon gar nicht. Göt? Nee, noch nie was von gehört. Es hätte ja sein können, wenn du schon nicht der Peter bist. Darf ich dich Amon nennen? Nenn mich Amon. Alles klar, Amon. Was passiert denn mit den Hunden? Ja, die Hunde werden eingefangen, werden gepflegt, dann wird eine neue Unterkunft geboten und sie leben im Heim weiter. Leben sie dann auch im Bärenhaus mit bei den Bären? Will nicht im Bärenhaus. Weil nicht erst die Hunde dann anfangen, den Bären die Gallenblase leer zu trinken. Wir müssen denen einfach mal einen guten Whisky geben, dann reguliert sich das alles. Die Weißt du, es ist das Heilmittel der Welt, wenn die Leute sich einfach mal zusammensetzen und gemütlich eins trinken würden. Hast du das verstanden? Ja, ein rein Zwitschern ist am besten, aber die Hunde, kannst du dir sicher sein, trinken dem Bären die Gallenflüssigkeit nicht weg. Sackenstark. Aber die Hunde, die rammeln ja auch so schon wie die Kaninchen, die brauchen das ja nicht. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Und meinst du, dass wir da gegen Nordkorea ankommen? Auf jeden Fall. Sackenstark, sind die Amerikaner auch dabei?
Wir sind international unterwegs, ja. Also doch eher mit den Russen. Was ist Überall mit den unter anderem. russischen Tanzbären? Werden die auch gerettet? Oder Die geht werden es auch nur... gerettet, ja. Tanzbären werden auch gerettet. Ja, aber dann Während hast du von ja Putin, die wieder sind dann Probleme abgehauen. mit Putin, weil er hat ja viele davon. Ja, dann muss man das in Kauf nehmen. Du willst quasi internationale politische Diplomatie riskieren wegen Putins Tanzbär. Ja. Du hast Eier, Mann, das mag ich. Du bist auch Danke, Gangster. Mann. Korrekt von dir, Digga. Das ist einfach so. Weißt du, man muss auch mal kämpfen, wenn es notwendig ist. Ja, Mann, das ist recht. Das ist einfach so. Wo bist du denn jetzt? Dann komme ich vorbei. Ich bin bei der Arbeit. Ja, wo ist das, Mann? Verarsch mich nicht weiter. Das ist in der Mönchskärinstraße 34. In was für ein Ding? Mönchskärinstraße 34. Ja, wo ist das? Das ist in Hammerbrook. Das ist ja gar nicht so Weil, weit. ja, du weißt doch, die Straße beim Babylon. Natürlich, Mann. Links im Kreis und dann an der Tanke vorbei. Und da Das sind die. erste Gebäude. Und da können wir zusammen da die Bären retten. Und da können wir zusammen die Bären retten. Wie viele Leute kann ich hier mitbringen? Bringt tausend Leute mit. Ja, so viele Freunde habe ich jetzt auch wieder nicht. Die meisten sind im Gefängnis, Mann. Im Gefängnis? Das ist einfach so. Nein. Wir haben geile Dinger gedreht auf der Reeperbahn, Mann. Das gibt's doch nicht. Natürlich, Mann. Man muss doch für Ja, dann sein. spende doch mal ein 20 hier, ey. Ja, natürlich, Mann. Ich kann ja nicht zulassen, dass die jungen Bären die Gallenflüssigkeit leer trinken. Haben die da Ja. so, wie man das vom Krankenhaus kennt, hängt da so ein Schlauch drin. Genau. Und Aber dann brauchen wir noch mal, wir dann kommt brauchen da noch so ein von innen. Chinese und nuckelt da drin rum. Genau. Der Was kippt den ist das Schlauch für ein rein, kommt kranker wieder der Welt, Chinese Mann? und nuckelt dann rum. Was ist das Ja. für ein, und wie viel Liter sind da drin in so einer Boah, Gallenblase? das weiß ich nicht. Ich hab die Gallenflüssigkeit noch nie getrunken. Ja, Hab du die nicht sollst einmal das ja auch getrunken. nicht trinken, Mann. Das ist jetzt hier Quero. Ja, Und wie richtig. viele Bären und Hunde habt ihr schon gerettet? Wie viele Bären und Hunde haben wir schon gerettet? Ja, natürlich, Mann. Du musst ja Referenz Im haben, Peter. letzten Jahr 1800. Außer, wo sind die jetzt alle? So viel Platz hast du doch gar nicht bei dir. Ja, aber wir haben ja weltweit Auffangstationen. Ja, wo sind die denn? Kann ich mir da Bilder angucken? Wo die sind? Ja, Mann. In Baden-Württemberg ist eins. Ja, du hast doch gesagt, die sind in Nordkorea. Wie kriegst du die Bären von Nordkorea nach Stuttgart? Flugzeug. Die darfst du doch gar nicht importieren, Mann. Das ist doch das Washington-Artenschutzübereinkommen. Das habe ich auch im Fernsehen gehört, Mann. Hat eine Woche Weiß gedauert, nicht. bis ich das aussprechen konnte. Echt? Washington? Washington-Artenschutzübereinkommen, dass wir halt gefährdete Tiere nicht importieren darf. Aber Bären sind doch nicht gefährdet. Ja, natürlich, wenn sie die Gallenblase leer trinken, was würdest du sonst als Gefährdung bezeichnen? Das ist Tiger. Was meinst du? Tiger. Tiger, was machen die denn mit den Tigern? Die werden getötet. Ja, das ist auch brutal. Und die Tiger wollt ihr nicht helfen, oder was? Doch, aber der Fokus liegt gerade mehr auf Tiere, die, sage ich mal, von Menschen gequält werden. Ja, und die Tiger, Im die werden von gängigen Umgang. Eichhörnchen getötet, oder was? Nee, aber nein, werden sie nicht. Ja, also, das ist doch auch der Mensch, dieses, oder nicht? Das ist auch der Mensch, ja. Euer Konzept klingt irgendwie ziemlich komisch, oder nicht? Wenn du dir selber so anhörst, ist das doch eigenartig. Das musst du zugeben, oder nicht? Ja, nein. Das siehst du, weißt du doch selber nicht mal. Doch. Ja, ist das so? Ja. Und wie viele Bären bist du Pate von? Von wie viel Bären ich der Pate bin? Genau. Scheich, sind meine Fragen so schwierig für dich? Nee, sind sie nicht. Ich will mal Aber alles wiederholst. weil ich alles wiederhole, nee, Ja, jetzt hast du damit, es gerade schon wieder getan. ist doch nicht was Verwerfliches. Ja, doch, es hört mir so vor, als ob ich dich maßlos überfordere. Nee, Was ist, ist nicht so. rettet ihr auch die Ziegen? Ziegen? Ja, Nee. Mann.
Ziegen retten wir nicht. Warum nicht? Weil wir Ziegen nicht retten wollen. Was hast du für ein Problem mit Ziegen, Mann? Mit Ziegen? Ja, Gar keins. Mann. Ja, warum rettest du sie ja nicht? Wir können doch nicht alles retten. Ja, natürlich musst du auch mal bei den heimischen Tierarten anfangen. Was sollen wir denn machen, wenn wir ja keine Ziegen mehr haben? Ja, aber was wird denn mit denen gemacht? Die werden ja nur geschlachtet. Ja, die werden ja Verzehrt. auch in Callcenter gesetzt und zum Telefonieren gezwungen. Das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Ziegen? Ja, Mann. Nein. Das ist einfach so. Ich kann es ja mal bei Google gucken. Hast du Computer? Hallo? Ja. Du kannst ja mal bei Google Telefonziege eingeben. Telefonziege. Ja, Mann. Da kannst du das sehen. Okay. Ja, ich kann bei Google Telefonziege eingeben, sagen Es ist einfach so. Und dann siehst du, wie die Ziegen misshandelt werden. Okay, das war wohl zu viel des Guten. Es hat er aufgelegt.